Hallöchen, ich habe heute meine Jahresstatistiken für euch und ich habe mir überlegt, ich packe da so ein paar Infos rein für euch, wenn ihr euch dafür interessiert, was war in meinem Lesejahr 2017 los, was habt ihr nicht komplett mitgekriegt oder vielleicht verpasst. Hier eine Zusammenfassung des Lesejahrs 2017. 2017 war insgesamt ein gutes Jahr, das sieht man auch an folgender Grafik, die habe ich mal erstellt mit den gelesenen Büchern im jeweiligen Monat von 2015, 2016 und 2017. Warum genau diese 3 Jahre? Weil ich in den 3 Jahren das auch wirklich notiert habe. Das heißt, da habe ich jeden Monat aufgeschrieben, welches Buch habe ich gelesen, wie viele Bücher im Monat, wie haben die mir gefallen, damit ich das weiß und Seitenzahl notiert. Heißt, ich habe, wie ihr vielleicht seht, blau ist für 2015, grün für 2016, gelb für 2017. Man erkennt deutlich, dass gelb fast immer oberhalb der anderen Farben ist. Das heißt, ich habe im Durchschnitt mehr Bücher pro Monat gelesen. Den Durchschnitt habe ich tatsächlich nicht ausgerechnet. Wenn ich daran denke, reiche ich den hier nach und blende ihn euch einmal ein. Das heißt, der Durchschnitt müsste sich schon verändert haben in den Jahren. Was auch auffällt, dass eigentlich fast immer im Juli nochmal so eine Spitze war. Das heißt, jedes Jahr habe ich irgendwie vorher weniger gelesen und dann im Juli wieder mehr. Liegt gar nicht daran, dass ich da jedes Jahr im Urlaub war, aber aus irgendeinem Grund war das bisher in jedem Jahr so und danach meistens auch wieder weniger Bücher. Ebenso am Ende des Jahres habe ich immer entweder also absteigend oder dann eben gleichbleibend Bücher gelesen, November, Dezember zum Beispiel. Das heißt, so eine gewisse Gleichförmigkeit kann man schon erahnen, ist aber nicht komplett schlüssig. Das heißt, ich glaube, man müsste da noch ein paar Jahre mehr sich angucken, um da ein komplettes Bild zu kriegen. Ich finde es jedenfalls spannend, das mal anzuschauen, wie verläuft das so im Lesejahr, beziehungsweise in dem Fall über 3 Jahre hinweg. Kommen wir zu meinem Sub. Mein Sub war Beginn des Jahres 2017 bei 210 Büchern. Das war schon viel und ich hatte eher das Ziel, unter die 200 zu kommen. Habe ich tatsächlich nicht geschafft, denn Mitte des Jahres, also Ende Juni 2017, hatte ich 223 Bücher und zum Ende des Jahres hatte ich dann 258 Bücher. Somit ist der Sub jedes Mal gestiegen. Ich habe natürlich trotzdem auch Subbücher gelesen, habe aber mehr gekauft als gelesen. In meinem Buch der Bücher habe ich dann auch notiert, wie viele Bücher ich insgesamt gelesen habe 2017. Und zwar 75 Bücher, darunter habe ich gezählt Romane und aber auch Mangas zum Beispiel, Graphic Novels und dergleichen, Sachbücher, Liebesromane, alles das. Auch Kinderbücher, also quasi real existierende Bücher. 13 Hörbücher habe ich gehört und 8 E-Books gelesen oder E-Shorts. Aber es waren, glaube ich, alles so ziemlich E-Books. Das macht dann in der Summe 19.031 Seiten, die ich gelesen habe. Im Monat waren das dann 1.585 Seiten und pro Woche 365 und dann 52 Seiten pro Tag. Der Schnitt gefällt mir eigentlich ganz gut, beziehungsweise mir ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich eine bestimmte Seitenanzahl am Tag, in der Woche, im Monat lese. Ich fand es einfach interessant, dass es doch für mein Gefühl recht viel war, da ich von meinem Eindruck her auch mal 2, 3 Wochen gar nichts gelesen habe oder fast nichts gelesen habe. Das macht dann dann doch einen guten Eindruck, wenn es dann im Durchschnitt immer noch 50 Seiten rund pro Tag sind. Ich hatte mir so ein paar Ziele gesetzt. Harry Potter wollte ich endlich beenden, habe ich nicht geschafft. Den 6. habe ich gelesen, den 7. noch nicht. Filme habe ich auch noch nicht alle dazu geguckt. Den 5. habe ich geguckt oder bis einschließlich zum 5. den Film vom 6. und die beiden Filme vom 7. noch nicht. Von meinen Altlasten, meinen Suberwartungen und meinen Challenges hat sich nahezu nichts geändert. Das heißt, die kommen alle mit in 2018 und ich werde mal schauen, wie ich das dann gerade auch nochmal ein bisschen kenntlich mache und ein bisschen offensichtlich zeige Ende des Monats Januar. Heißt, ihr werdet da noch ein bisschen was dazu sehen. Was tut sich da in der Hinsicht, beziehungsweise waren es einfach irgendwann zu viele Bücher, die gefühlt auf meinen Schultern sitzen und die da nicht mehr wegkommen, weil ich nicht anfange, eins davon zu lesen und daraufhin dann, vielleicht auch irgendwo die Lust an manchem Buch verloren habe. Heißt, ich werde mal gucken, wie ich mit den ganzen Büchern noch umgehen werde. Ich persönlich hatte mir dann auch noch ein paar Ziele gesteckt. Und zwar wollte ich die 1-4 Reihe lesen. The Sisterhood of the Traveling Pants oder dergleichen auf Englisch von Anne Brashares. Die habe ich vor Urzeiten mal gelesen, zumindest die ersten 2 oder 3 Bücher. Ich habe 4 von den 5 hier stehen und wollte die eigentlich ganz gerne komplett einmal lesen. Bin ich überhaupt nicht dazu gekommen. Das heißt, die warten noch auf mich, aber ich habe es damit nicht eilig. Also irgendwann demnächst werde ich sie doch lesen wollen.
Aber es ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich die jetzt im letzten Jahr nicht geschafft habe. Gekauft habe ich einige Bücher in diesem Jahr. Ich habe darüber nicht mehr den Überblick. Das heißt, in der Hinsicht könnte ich mich noch ein bisschen verbessern oder optimieren, dass ich sowas etwas besser organisiere und aufschreibe. Denn welche Bücher ich mir kaufe, darüber habe ich wirklich tatsächlich keinerlei Info. Ich fange jedes Jahr am Anfang an, die ersten paar Bücher, also Januar klappt meistens noch einigermaßen, aber spätestens ab dem Februar funktioniert es nicht mehr und mir entgleitet das Thema Neuzugänge und ich habe keinen Überblick mehr drüber. Leider. Ich hätte den eigentlich ganz gerne. Die Bücher, die ich in Videos zeige, ich muss da auch gestehen, das funktioniert auch nicht immer regelmäßig, weil manchmal stelle ich Bücher zu anderen Büchern und dann sind die für mich vergessen und nicht mehr Neuzugänge und dann zeige ich nicht alle Bücher, die ich gekauft habe. Heißt, ich, auch in der Hinsicht könnte ich noch ein bisschen was besser machen und euch besser und öfter und genauer meine Neuzugänge zeigen. Das heißt, ich kann auch nicht nach allen Videos gehen. Das reicht nicht so komplett, um nachzuvollziehen, welche Bücher bei mir eingezogen sind. Ich habe mir den Spaß gemacht und einmal herausgesucht, welches war das dickste Buch, das ich gelesen habe. In dem Fall nicht besonders schwierig. Das einzige Buch oder eins der zwei Bücher mit 600 Seiten bzw. 656 Seiten, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes von Joanne K. Rowling. Ein Harry Potter Band ist ja meist doch recht dick, bis auf die ersten paar. Das heißt, damit hat natürlich Harry Potter gewonnen. Das dünnste Buch war schon schwieriger herauszufinden. Ich habe tatsächlich einige Bücher, vor allem auch E-Books, gelesen. Die hatten recht wenige Seiten, um die 90 oder um die 100 Seiten, 120, 130. Dann habe ich gesucht, 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 habe erst den Ostermann, also der Ostermann gefunden von Marc-Uwe Kling. Kinderbuch hat 48 Seiten, aber ich habe noch weiter gesucht und habe noch ein dünneres gefunden und zwar Du bist ein Malik. Lugano heißt, glaube ich, der Autor. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich blende es euch hier ein. Auf jeden Fall ein herrliches Kinderbuch. Es macht total Lust, das Kindern zu zeigen und mit denen darüber zu sprechen, dass eben jeder Mensch individuell ist, jeder einmalig ist und es überhaupt nicht schlimm ist, wenn jeder so seine Ecken und Kanten hat und was Besonderes kann und dass das gut ist und gefördert werden sollte. Und ja, dieses Buch hat sage und schreibe 31 Seiten. Kommen wir zu den Autoren. Ich habe mir rausgesucht, von welchen Autoren habe ich denn am meisten Bücher gelesen und tatsächlich wurde es dann doch relativ eng. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann doch so viele Bücher von manchem Autor gelesen habe. Den ersten Platz belegen zusammen Eon Colfer mit Artemis Fowl, denn da habe ich ziemlich viele Hörbücher gehört, und Emma C. Moore, jeweils mit 7 Büchern, Werken, E-Books, in diesem Fall eher Hörbücher und E-Books. Danach von Michelle Schrenk 5 Stück. Hätte ich niemals gedacht. Es waren aber auch vor allem viele dünne Bücher dabei. Aber 5 Stück. Sie ist eine meiner aktuellen Lieblingsautorinnen, die ich glaube, ich auch erst 2017 entdeckt habe. Das heißt, ja, da habe ich sie lieben gelernt und auch mit dem ersten Buch direkt in 2017 mit ihr gestartet, A Place to Remember. Und ich kann sie euch nur empfehlen. Sie kommt aus meiner Heimatstadt, deswegen habe ich eine besondere Verbindung zu ihr. Trotzdem, ihre Bücher sind einmalig. Ich würde sie nicht so loben, wenn sie schlechte Bücher schreiben würde. Und dann noch eine Reihe, Ashley Gilmore, und zwar die Princess in Love Reihe, wenn ich mich nicht ganz täusche. 5 Werke und immerhin noch von Adriana Popescu 3 Stück. Heißt, ich habe wirklich von einigen Autoren mehrfach etwas gehört, gelesen und bin auch begeistert davon, denn wie gesagt, am Ende des Jahres fällt einem das vielleicht gar nicht so sehr auf. Spannend ist es dann, wenn man es nachvollziehen kann. Dann habe ich mir rausgesucht, welches Buch ich weniger gut fand. Die ein oder anderen, die ein Video dazu gesehen haben, die werden sich nicht wundern, dass ich dieses Buch jetzt nenne. Und zwar von Agnès Martin-Lugon. Glückliche Menschen küssen auch im Regen. Das Ganze hat mir so überhaupt nicht gefallen, wer dann weiterhin noch verfolgt hat. Ich habe auch das zweite Buch von der Autorin gelesen, wusste nicht, dass das mit dem ersten zusammenhängt, inhaltlich. Ich dachte, es sind einfach zwei ähnliche Cover von der gleichen Autorin. Dem ist nicht so, die beiden gehören zusammen. Das Video, ich kann es mir nicht merken, links oben. Also mein Links, euer Links. Vergesst, also auf dem i werde ich euch verlinken, wo ich ja ein bisschen glimpflich versuche, darüber zu sprechen, wie ich dieses Buch oder diese beiden Bücher fand. Ich kann nur sagen, ich kann sie euch nicht empfehlen. Für mich waren sie einfach gar nichts. Wenn euch die Punkte nicht stören, die mich gestört haben, können es auch ganz tolle Bücher sein. Wie gesagt, mein Geschmack war es so gar nicht. Ebenso habe ich mir mal notiert, von Kai Meier habe ich Die Seiten der Welt.
den ersten Teil angefangen. Ich finde das Cover traumhaft. Grundsätzliche Idee, bei der ich dachte, in die es gehen könnte, gefällt mir auch. Aber ich habe es angefangen zu lesen und ich habe es abgebrochen. Und mir hat es letztendlich gar nicht gefallen. Ich finde es schade. Ich hatte irgendwie Spaß daran oder Interesse daran, diese Reihe zu erleben mit diesen drei, mittlerweile vier, dicken Wälzern. Und hätte gern da mich rein versinken lassen, aber das hat für mich nicht funktioniert, deswegen ist das auch irgendwie rausgeflogen. Bei den besten Büchern sind ein paar mehr gelandet, deswegen möchte ich die euch jetzt einmal auch zeigen. Erst im Dezember gelesen, begeistert und mit diesem Buch viel geweint von Jackie Thalwood, das Manuskript vom Schreiben und Sterben des Henry Jones. Ich verlinke euch, wie gesagt, alle Rezensionen oder auch alle Videos, alle Lesemonate zu den Büchern, sowohl unten als auch auf dem i, wenn ich dran denke. Das Buch handelt von einem Mann, der die Diagnose Krebs bekommt, sterbenskrank ist, sich aufmacht, ein Manuskript noch zu schreiben, eine total tolle Lesepartnerin, eine 11-Jährige hat und Schreibpartnerin, nicht Lesepartnerin. Am Ende ist es einfach ein perfektes, tränenreiches, zu Herzen rührendes, tolles Buch, das berühren kann. Kein Himmel ohne Sterne von Michelle Schrenk. Natürlich, wenn die Autorin schon so viel in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr auf meinem Nachtkästchen zu treffen war, dann hat sie es auch hier auf die Stelle geschafft. Gerade dieses Buch, Cover und Geschichte, super toll. Eine märchenhafte Geschichte von Emma und von Yannick, richtig traumhaft. Ich finde, ich konnte mich super gut da reinfallen lassen, total gut nachempfinden und ich hatte alles bildhaft vor meinem Auge, auch wenn natürlich ein paar Aspekte wie die Blaue Nacht in Nürnberg eine Rolle spielen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich das jetzt nur toll finde, weil Nürnberg eine Rolle spielt. Ja, also die Geschichte ist einfach einmalig und traumhaft. Weniger traumhaft einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein Sachbuch ist, Buch ist von Corinna Kegel, Die fabelhafte Welt der Hochsensiblen und Hochbegabten. Dieses Buch hat mir schon sehr die Augen geöffnet und ich muss sagen, es hat mich persönlich weitergebracht. Das kann ich meist eher selten über ein Sachbuch sagen. Ich finde sie oft interessant, aber richtig viel weiterbringen kann man sich öfter mal drüber streiten. Das heißt, jeden Artikel, den ich vorher über Hochsensibilität oder auch Bücher, die ich angelesen habe, hier drin habe ich gemerkt, ja, das Thema packt mich genauso, wie es hier dargestellt ist. Es wird gut und bildhaft dargestellt, immer mit Beispielen, mit sehr charakteristischen Merkmalen, die nach außen gezeigt werden. Und ich finde, wer sich damit identifiziert oder ahnt, in der Richtung ein Buch zu brauchen, das einem Mut macht, dann ist das nur zu empfehlen. Ich habe mehr Mut dazu zu stehen und mich selber so wahrzunehmen und mich so zu akzeptieren. Ebenfalls ein Buch kurz vor Schluss des Jahres, Adriana Popescu versehentlich verliebt. Pippa strandet am Flughafen und lernt Lukas kennen. Man könnte meinen, eine Geschichte, die wegen der gestrichenen Flüge vielleicht am Boden bleibt, aber ich finde, sie macht wunderbare Höhenflüge mit den Gefühlen, mit den Lesern und nimmt uns mit auf eine Reise, die gar nicht so weit vonstatten geht, aber ja, tief ins Herz und die berührt. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn nicht gerade Weihnachten ist, obwohl Pippa an Weihnachten am Flughafen strandet. In meiner Rezension zu dem Buch Als die Zeit vom Himmel fiel von Mella Dumont habe ich schon von diesem Buch geschwärmt und auch dort schon gesagt, dass es ein Jahreshighlight ist. Ist es auch geblieben. Es ist immer noch eins der wundervollsten Cover, wie ich finde. Die Geschichte kann ich jetzt noch in jeder Einzelheit nachempfinden und erinnere mich sehr gerne daran, denn sie hat mich eben auch sehr berührt. Ich habe mich als Begleiterin gefühlt von Carla und ich habe auch Jakob ein Stück weit verehrt für seine einerseits starke Seite, für seine fast Vorahnungen, für alles, was er so gemacht hat. Und ich verehre durchaus Mella Dumont für ihren Schreibstil und wie sie dieses Buch geschrieben hat, wie sie die Geschichte erzählt hat und dass sie sie erzählt hat. Ich finde es großartig. Und ich glaube, fast mein absolutes Herzensbuch, einfach weil es auch mit einer unglaublich guten Begegnung und in dem Sinne mit einem Erlebnis zusammenhängt, von Anne Freitag, Den Mund voll ungesagter Dinge. Als ich das Cover zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, das war damals noch in einem Video, Freitag und Popescu. Nein, wie heißt denn das? Also dieses Format, das Anne Freitag und Adriana Popescu gemacht haben auf YouTube, da haben sie das, glaube ich, schon mal gezeigt vorab, das Cover. Und ich habe mich direkt in das Cover verliebt. Ich kann gar nicht sagen, warum, denn eigentlich so mit dem Grün, weiß ich gar nicht, ob mir das so gefällt, aber der Buchrücken, unglaublich schön, hat so ein bisschen was von Regenbogen natürlich. Und ja, die Innengestaltung ist dann natürlich noch schöner.
mit den ganzen schönen Symbolen, die hier auch was zu bedeuten haben in der Geschichte. Und für mich persönlich ist noch schöner, dass das Ganze signiert ist von Anne Freitag. Ich habe dieses Buch unbedingt einfangen wollen, erobern wollen, auf der Leipziger Buchmesse im März 2017 und habe dort die Möglichkeit gehabt, Anne Freitag kurz zu treffen. Sie hat es mir signiert, hat ein paar Worte mit mir gewechselt und war tatsächlich auch total entspannt und hatte nicht den Eindruck vermittelt, als ob sie das jetzt stört, dass sie da kurz von mir eben unterbrochen wurde in ihrem Gespräch. Deshalb ein super tolles Erlebnis. Ich weiß auch noch genau, wann und wo ich das Ganze gelesen habe und das behalte ich auch so ein Stück weit in meinem Herzen. Die Geschichte ist einzigartig, wie ich finde, wundervoll erzählt, für meinen Geschmack in jeder Sekunde genau das richtige Wort. Sie schafft es, Geräusche, Gegebenheiten so präzise zu beschreiben in wenigen Worten, dass ich das Gefühl habe, ich höre das ganz genau gerade jetzt oder ich erlebe das genau jetzt mit. Ich konnte also keinerlei Sätze hier rausschreiben, denn ich hätte das ganze Buch abschreiben müssen. Und die Geschichte von Sophie und Alex muss man gelesen haben. Ich kann dazu recht wenig sagen, um es zusammenzufassen. Ich möchte niemandem das Erlebnis nehmen und kaputt machen, aber ich denke, dass sowieso die meisten dieses Buch schon kennen. Das soll es eigentlich auch schon im Groben gewesen sein. Ein letztes möchte ich noch nennen, und zwar ein Hörbuch, Der Pfau von Isabel Bogdan, gelesen von Christoph Maria Herbst. Ich finde oder glaube, dass dieses Buch bzw. Hörbuch vor allem davon lebt, dass es von Christoph Maria Herbst gesprochen wurde. Denn ja, seine Tonlage, seine Stimmlage schwingt oft mal mit so einer unterschwelligen Ironie, Zynismus mit und einer gewissen, wie nenne ich das denn, Achtlosigkeit, wie er das Ganze erzählt, als ob es zum Teil ihn gar nicht interessiert und andererseits ja doch irgendwie eine spannende Geschichte ist. Dass sich da so eine Geschichte um einen Pfau entspinnt und wie viele Verknüpfungen es am Ende gibt und wer da alles wie involviert ist. Und am Ende, ganz am Ende, weiß der Leser alles und die einzelnen Personen, die dort handeln, nur immer ein Teil davon. Und darauf entspinnt sich eben so eine Art Missverständnis. Ich finde es großartig konzipiert, deswegen. Ja, das kann ich euch nur gerade als Hörbuch eben auch ans Herz legen. Ja, wie starte ich denn jetzt in das Jahr 2018? Erstmal vollkommen entspannt. Wie denn auch sonst? Vorsätze und Hektik und Stress machen ist schon mal gar nicht. Das heißt, ich mache mir keine Vorsätze und keine Challenges, die ich unbedingt bewältigen möchte. Falls ich dergleichen noch mache, werde ich das an dieser Stelle hier bekannt geben oder auch auf jeden Fall auf meinem Blog. Guckt da einfach mal vorbei. Den verlinke ich euch natürlich auch gerne. Und dort ist im Moment einfach ein bisschen mehr los. Wer möchte, folgt mir da einfach gerne ein bisschen, lest ein bisschen mit. Ich denke aber, dass sich im Laufe des Jahres vielleicht noch so ein bisschen was entwickelt. Ich möchte schon ein Stück weit meinen Sub minimieren, aber eher aus dem Grund, damit ich nicht den Überblick verliere. Ich habe im Moment, egal mit welchem Buch oder welchen paar Büchern ich mich beschäftige von meinem Sub, das Gefühl, ich möchte wirklich alle von diesen über 200 Büchern sofort lesen. Dieses Sofort-Lesen-Gefühl mag ich sehr gerne, weil das heißt, ich habe Interesse daran, ich habe Lust zu lesen und ich kann eigentlich, ich habe die Freiheit, mir gerade eins auszusuchen, das ich lesen möchte. Dennoch möchte ich weniger Druck haben. Das heißt also, für mich ist das Gefühl so, je mehr Bücher da auf mich warten, desto eher ist es so, als ob irgendwann doch mal das so ein bisschen hochkommt und mich fast erdrückt, als wären das quengelige Kinder, die was von mir wollen. Genau. Das heißt, es wird sich schon ein Stück weit darum drehen, dass ich Bücher von meinem Sub lese. Im Moment habe ich tatsächlich auch weniger Interesse, Bücher zu kaufen. Weiß noch nicht genau, woran es liegt. Vielleicht habe ich mich nur zu wenig informiert über die neuesten Bücher. Könnte sich schon bald wieder ändern. Ich bin gespannt, was das Jahr 2018 bringt. Ich hoffe, viele gute Bücher. Eigentlich bin ich mir dessen sicher, denn ich glaube, dass die guten Bücher zu uns kommen sollen und die uns zum Teil auch genau im richtigen Moment über den Weg laufen und wir genau in dem Moment offen sein sollten, genau dieses Buch zu lesen und uns nicht zu sehr an Listen halten oder an Einschränkungen, die wir uns selber machen. Das heißt, vielleicht hilft es da doch, dass wir uns ab und zu mal überlegen, ich könnte das jetzt lesen. Ach nein, ich habe Lust auf das Buch und genau das lese ich jetzt. So erging es mir in den letzten Monaten. Ich kann nur sagen, mir hat es geholfen und so werde ich es jetzt auch erstmal handhaben und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich euch wieder ein paar Bücher zeige und ein bisschen was erzähle. Das war mein kurzer Jahresrückblick, meine Statistiken zum Jahr 2017 hinsichtlich der Bücher und des Lesens. Schreibt mir gerne, wie viele Bücher ihr so gelesen habt im letzten Jahr, was eure Highlights waren. Ich entdecke gerne neue Bücher und lasse mich auch gerne zu Büchern hinreißen oder von euch inspirieren.
was ich mal ausprobieren könnte. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!